Man kann immer nur hoffen, dass alle Dinge, die man so will, dass sie glatt laufen, auch richtig glatt laufen, aber es ist halt meistens leider nicht so. Obwohl das jetzt sehr pessimistisch klingt. Oftmals funktionieren die Dinge schon. Man muss halt richtig planen, man muss realistisch bleiben und so weiter und so fort. Tja, leider ist es in dem Fall wieder mal in die Hose gegangen. Es ist, mir blutet ein bisschen das Herz, muss ich sagen, weil das Projekt als solches sehr gut bei euch angekommen ist. Und mir jetzt wirklich Umstände Striche durch die Rechnung machen, an denen ich wirklich gar nichts ändern kann. Ich habe es ja auf Facebook schon geschrieben, aber ich weiß, dass viele von euch uns auf Facebook nicht verfolgen bzw. nicht mitlesen. Deswegen mache ich jetzt ein kleines Video dazu. Ich bin umgezogen. Ich nehme jetzt gerade diese Tonspur hier live aus dem Büro auf. Wisst ihr, weil die ganzen harten und großen YouTuber haben ja Büros. Die machen das nicht mehr von zu Hause, die mieten Büros. Ich meine, ich habe jetzt das Büro bei mir zu Hause, und es ist auch toll. Ich habe viel mehr Platz, es ist alles viel größer. Ich habe mir ein traumhaftes Setup gebaut, wo ich von den Kabeln her mit allem zurechtkomme, von den Längen und so weiter. Konsole aufnehmen war kein Problem mehr, weil ich so toll verkabelt habe, dachte ich, bis wohin. Bis ich jetzt heute mal einen freien Nachmittag hatte und mir dachte, komm, nimmst du auf, machst du Part 6 vom Final Fantasy 15, da warten die Leute drauf. Das Projekt läuft fantastisch, es macht mir unglaublich viel Spaß, es für euch zu machen. Und obwohl ich Final Fantasy 15 ja schon durchgespielt habe, macht es mir unwahrscheinlich Spaß, es nochmal für euch durchzuspielen. Vor allen Dingen, weil ich ja auch so ein bisschen mit der Komplettlösung im Hintergrund bin, kann euch also auch die ganzen Geheimnisse zeigen, so auf dieses 100%-Ding hinspielen. Nun ja, und genau da kommt das Problem. Ich wollte aufnehmen und ihr müsst wissen, dass die Wohnung, in die wir hier gezogen sind, in den ganz, ganz frühen 60er Jahren gebaut worden ist. Und dementsprechend befinden sich hier auch noch Leitungen und Stromkreiszusammensetzungen. Das führt leider dazu, dass hier fast alles, also so ziemlich alle Steckdosen und alle Lampen, die es in dieser Wohnung gibt, auf einen Sicherungsschalter laufen. Wir hoffen derweil, dass der Starkstrom für den Herd und die Steckdose für die Waschmaschine, was ja beide recht energiebedürftige Geräte sind, wenigstens die getrennt sind, denn 8 Sicherungsschalter haben wir schon, es funktioniert plus irgendwie nur wenige davon. Ich mach's kurz, wenn ich meinen PC betreibe, ist das alles kein Problem. Wenn ich meinen Fernseher und meine PS4 betreibe, kein Problem. Fernseher und PC, kein Problem. Schalte ich aber zu Fernseher und PC meine PS4 dazu an, knackt hier die Sicherung raus. Und zwar die von der ganzen Wohnung, dann ist alles weg, alles ohne Strom. Die Hauptsicherung macht Schluss und da kann ich eigentlich noch froh sein, dass die so verlässlich funktioniert und deswegen will ich es auch nicht heraufbeschwören. Es gibt nämlich den Fall, dass so eine Sicherung mal nicht rausfliegt, wenn es zu viel Spannung gibt und dann steigt die Gefahr eines Schwelbrands. Um es jetzt also für euch nochmal einfach auszudrücken, ich kann nicht mehr von Konsole aufnehmen. Und das ist, wie gesagt, ein Problem, was ich nicht lösen kann. Wir hatten wirklich nicht viele elektronische Geräte am Laufen. Wir hatten ein paar Sachen in der Küche stecken. Wir haben natürlich im Wohnzimmer Fernsehen, Blu-ray-Player, Soundanlage und so weiter alles drin. Aber das ist ja alles im Standby und wird gerade nicht benutzt. Auch mein Rechner war nur im Desktop-Betrieb, hat also kein anspruchsvolles Spiel am Laufen gehabt oder irgendwie gerendert oder solche Sachen. Ist also auch nicht an seiner maximalen Stromverbrauchskapazität. Und trotzdem hat es die Sicherung rausgefeuert. Ich habe die PlayStation 4 schon über ein Verlängerungskabel an eine andere Steckdose angeschlossen. Dann hält die Sicherung circa 20 Sekunden länger durch, bevor sie rausfliegt. Es ist also einfach nichts zu machen. Ich kann nichts tun. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich noch nicht genau, wie sich die ganze Sache hier entwickelt wird. Das Problem lösen könnte man nur, indem man einen komplett neuen Stromkreis in diesen Raum legt, mit einer komplett neuen Leitung hoch zum Sicherungskasten. Also ihn ganz rausnimmt von den anderen Dingen. Das ist aber etwas, was nur in Kooperation mit meinem Vermieter geht und das muss ich ihm jetzt am Anfang erstmal irgendwie klar machen, falls ich es überhaupt versuchen werde, dass ich hier im Büro einen eigenen Stromkreis brauche. Das erfordert nämlich unter anderem wieder erhebliche Renovierungsarbeiten und da habe ich jetzt, wo wir endlich im Großen und Ganzen fertig sind, hier alles einzurichten und so weiter, ehrlich gesagt überhaupt keine Lust drauf. Wie gesagt, es ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe auch extrem angekackte Laune gerade. Ich habe vor Wut schon ein paar Sachen kaputt gemacht, die ich gar nicht kaputt machen wollte, weil ich echt Bock hatte, euch das Projekt weiter zu zeigen. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr wird mir bewusst, und das ist ja das, woran wir in den letzten Wochen gearbeitet haben, dass es nicht mehr auf die Spiele ankommt, die ich euch zeige, sondern auf uns, auf euch als Zuschauer und auf mich. Und ich glaube, das, was wir mit Final Fantasy 15 geschafft haben, können wir
mit anderen Spielen auch schaffen. Deswegen werde ich mir jetzt einfach mal Gedanken machen, was es denn so noch geben könnte, ja, was ich euch demnächst präsentieren kann. Als neues Projekt, was wir genau in derselben Art und Weise aufziehen wie Final Fantasy 15. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß dabei habt. Bis auf Weiteres ist also Final Fantasy 15 auf Eis. Es tut mir leid, ich kann wirklich absolut gar nichts dagegen tun. Ich weiß auch nicht, wie ich das Problem lösen soll. Es ist halt ein Altbau. Wir hoffen jetzt, dass andere Gerätekonfigurationen nicht dasselbe Ergebnis heraufbeschwören. Gerätekonfigurationen, die wir wirklich tagtäglich brauchen und nicht so ein Luxusgut wie halt ein Rechner, der von der PS4 irgendwas aufnehmen soll. Ne? Wenn es da natürlich zu Zwischenfällen kommt, dass wir wirklich nicht gleichzeitig kochen und Wäsche waschen können und solche Spielchen, dann ist das tatsächlich was, wo ich zum Vermieter gehen kann und dann bewegt sich da vielleicht was. Ansonsten bis auf Weiteres kein Final Fantasy 15 und leider somit auch keine Final Fantasy, seht ihr, so verwirrt bin ich schon. Keine Konsolenspiele. Ich kann nicht von Konsole capturen. Ich werde nachher mal vorsichtig versuchen, was es denn für mich heißt, wenn ich vom PC capture, beziehungsweise wenn ich das Ganze rendern will. Denn da kommt der PC dann natürlich auch an seine Energiebedarfsspitzen. Und da bin ich sehr gespannt, ob da auch irgendwelche unvorhergesehenen, ungewollten Sachen passieren. Ansonsten, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich habe mir die letzten Tage echt hier den Arsch aufgerissen, beziehungsweise wir beide, dass wir fertig werden. Und ich hatte mir heute den Tag endlich freigeschaufelt, um ganz entspannt wieder zu YouTube reinzustarten und euch im neuen Jahr zu begrüßen. Aber es funktioniert leider nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ärgert mich gerade wesentlich mehr als euch, weil ich wieder sehr drin war in dem Ganzen und immer noch bin. Und deswegen bin ich auch gewillt, das jetzt möglichst beiseite zu stellen zu den Cold Cases und mir ein neues Spiel zu suchen. Bin da auch für Vorschläge offen, für tolle Vorschläge, wo er sagt, Mensch, da könnte ich mir vorstellen, da macht der Chor was draus. Gebt mir Spielevorschläge in den Comments, was wir gemeinsam spielen wollen, wenn es geht nicht. Nicht Tibia. Und da mache ich was für euch draus. Das Ganze wird sich natürlich jetzt eine Weile verzögern. Es müssen Vorschläge kommen. Ich muss mir meine Gedanken machen. Ich muss gucken, was mache ich für ein Projekt dazu und so weiter und so fort. Also bis wieder was kommt, dauert es ein bisschen. Ich wollte euch bloß über den aktuellen Sachstand informieren. Mein Kopf ist hochrot vor Zorn, denn es ist scheiße, wenn man frisch in eine neue Wohnung einzieht, alles fertig hat mit dem ganzen Aufwand, der ganzen Zeit, dem ganzen Geld, was da reingeflossen ist. Und dann funktioniert das Hobby, was man eigentlich dort drin auch weiter verfolgen wollte, nicht mehr so richtig ganz. Das ist gerade nicht so schön. Aber ich lasse euch in diesem Sinne wissen, was los ist. Nur damit es alle auch mal gehört haben, die es hören wollen. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber wir sehen uns in anderen Projekten wieder. Ich versuche das Problem zu lösen, natürlich. Nichts liegt mir ferner, als das Ganze irgendwie liegen zu lassen. Aber ich kann halt noch nichts versprechen oder vorankündigen. Ne? Nun ja, Final Fantasy 15, du warst ein treuer Begleiter. Wir werden aber einen tollen Ersatz für dich finden. Gemeinsam. Die Zuschauer und ich werden einen tollen Ersatz für dich finden. Zur kleinen Entschädigung habe ich euch mal den Anfang von Folge 6 gerendert, den ich schon fertig hatte. Hoffe, ihr habt da ein kleines bisschen Spaß mit. Es ist natürlich nur 2 Minütchen lang oder so und endet in einem Cliffhanger mehr oder weniger. Aber so weit, so gut und wenigstens habt ihr vielleicht damit Spaß. Ne? Also, wir sehen uns in irgendeinem nächsten Projekt. Tschüss und bis dann. Heute bei Schwiegerfantasy gesucht, der traurige Tibia-Fan Torben berichtet von seinen Erfahrungen auf YouTube. Bada bada ba ba ba, it's just a matter of time, bada ba ba. Also ich muss immer schön sagen, ich wollte ja ursprünglich nur Tibia finden, weil ich habe ja alles von Tibia. Tibia Tassen, Tibia Bettwäsche, ein Tibia Teppich in meiner Wohnstube, ein kleines Tibia Tattoo auf meiner Plauze. Ich hab sogar mein erstgeborenes Tibia getauft und überlege derweil, ob ich mich auch umbenennen lassen soll. Der tägliche Einkauf ist bei mir auch nur noch Händen. Und mein Herz für Geldbeleg zahle ich auch immer direkt auf mein Ebay-Konto ein, um mir den neuesten glitzernden Schwerter und Hosendreher zu kaufen. Manchmal gehe ich auch in den Park und streichle die toten Eichhörnchen-Kadaver, die jemand mit dem Fahrrad überfahren hat. Und da habe ich jedenfalls auf YouTube rumgeguckt und wollte eigentlich nur Tibia finden und da sehe ich diesen Garibi. Meine Fresse, spielt der Hunk den ganzen Tag nur Kackspiele. Das ist nirgendwas mit ansatzweise Tibia drinne, wisst ihr? Ja, das Final Fantasy zum Beispiel. Da läuft er in der Weltgeschichte rum und angelt. Ja, richtig gehört. Der angelt. Hier, ich zeige euch kurz, wie das aussieht. Great job, Nacht. Gut, reicht schon. Ist eh langweilig. Und wisst ihr, wofür der das alles macht? Um den Sturmtischer zu füttern. Gibt's sinnlosere Dinge, oder was? Da
wäre ich ein Diebscher bereits über alle Berge gewesen, hätte ich gegrübelt, was der Binärcode auf den Scheißfliesen jetzt eigentlich zu bedeuten hat. Aber der Grüne setzt ja dem Ganzen erst noch auf. Der geht mit den komischen, durchgestylten Boyband-Freunden zelten und freut sich wie eine kleine Kackbratze, die er scheinbar ist. Da wird dann erstmal früh bei Sonnenaufgang mit dem Boyband-Kumpel gejuckt. Bei dem Männerschweiß, über den sich die beiden da so freuen, ist doch direkt klar, was das hier für ein Schrittenspiel ist. Wenigstens verprügelt er danach auch mal was. Da werden Mobs gehuntet und das macht er auch recht gut. Liegt wahrscheinlich an seinem krassen Schwert namens Mazamüne. Oh, wartet, da muss ich wohl die Fresse halten, jetzt kommt Story.